Wow, wie gut matcht das bitte mit meinem Shirt? Hallo liebe Bücherwürmer und herzlich willkommen zu einem überraschend spontanen Carlsen-Haul. Wie ihr ja wisst, bin ich Carlsen-Botschafterin und das bedeutet, einmal im Monat stelle ich euch hier auf meinem Kanal all die Bücher vor, die bei Carlsen erschienen sind. Und jetzt im Juni sind das echt einige. Allerdings warte ich zu diesem Zeitpunkt noch auf zwei Bücher, die kommen aber erst Ende des Monats. Und das Video muss aber heute gedreht werden, weil sonst könnt ihr es halt nicht sehen. Okay, später mehr dazu. Jetzt würde ich sagen, gehen wir gleich erstmal zu den Büchern. Ich packe euch wie immer alles unten in die Infobox. Und außerdem könnt ihr am Ende des Videos wieder drei Bücher bei mir gewinnen. Ich werde von Carlsen dafür mit einer Aufwandsentschädigung honoriert. Starten möchte ich dieses Mal mit Büchern von den drei Fragezeichen Kids, der Wikingerschatz. Wie ihr sehen könnt, ist das so ein Mitmachbuch, bei dem man dann immer von Seite zu Seite springen kann. Es geht dieses Mal um ein Drachenschiff und das sticht von alleine in See. Es geht irgendwie um einen Wikingerschatz. Könnt ihr den drei Fragezeichen Kids helfen? Und wenn es nicht nur für die Kids sein soll, sondern auch ein bisschen älter, habe ich hier die drei Fragezeichen und der grüne Geist. Also das Cover spricht mich auf jeden Fall schon mal mega an, weil ich liebe ja so Geister-Stories. Im Gegensatz zu dem anderen Titel ist das hier jetzt aber kein Mitmachbuch. Die drei Fragezeichen besichtigen das Haus eines Verstorbenen. Ja, und da erscheint dann plötzlich ein schimmernder Geist. Das ist wahrscheinlich der hier. Aber gibt es auch so in den drei Fragezeichen so Fantasy-Geschichten? Vermutlich hat das ja alles realistischen Sinn, oder? Schreibt es mir mal in die Kommentare. Ich habe nicht so viel Ahnung von den drei Fragezeichen. Wenn ihr so drei Fragezeichen-Action mögt, dann ist dieses Buch perfekt für euch. City Spies – Geheime Mission von James Ponti. Das ist jetzt schon der vierte Band und dieses Mal werden ganz viele verschiedene Institutionen und Firmen von Hackern in London angegriffen. Und die City Spies wollen das Ganze natürlich aufklären. Aber dieses Mal führen die geheimen Informationen sie sogar nach Ägypten. Und es geht wohl dort um die Gräber. Klingt auf jeden Fall sehr cool. Jetzt habe ich hier das erste Buch, das noch nicht physisch bei mir vorliegt. Und das ist Leo und Lucy Teil 3 von Rebecca Elbs und Julia Christihans. Ein Bütchen soll abgerissen werden und dann kommt auch noch der Vater von, ich glaube, Leo war es, zurück und der ist Astronaut. Und es ist ein Riesenchaos und das L-Team muss mal wieder zusammen agieren. Weitermachen möchte ich mit vier Büchern, die schon erschienen sind, die aber jetzt als Taschenbuch rausgekommen sind. Das ist zum einen Bis einer stirbt von Isabel Bär. Hier geht es um Josh, der in die Drogenszene im Internet abrutscht und dort lernt er Lila kennen. Und auch die hat krasse Drogenprobleme, aber im Gegensatz zu ihm schafft sie ihr Abi, kriegt irgendwie Leben auf die Kette. Es geht um das Thema Sucht, vor allem Drogensucht bei Jugendlichen und es ist ganz schön heftig. Hier habe ich weitere Folgebände. Das ist einmal von Jennifer L. Armstrong, Origin Schattenfunke. Wow, wie gut matcht das bitte mit meinem Shirt. Band 4 von der Obsidian-Reihe. Und Apollo im Taschenbuch von Rick Riordan, Der Turm des Nero. Und das ist halt auch der letzte Band der Reihe. Falls ihr da meinen Vlog zu sehen wollt, werde ich euch hier gerne verlinken. Das letzte Taschenbuch, das ihr vielleicht schon kennt, ist Sanctuary – Flucht in die Freiheit von Paola Mendoza und Abby Scheer. Es ist 2032 in den USA. Alle BürgerInnen werden durch einen ID-Chip überwacht. Nur die 16-jährige Vailey schafft es, undokumentiert zu bleiben. Der Chip ihrer Mutter funktioniert dann eines Tages nicht und sie müssen flüchten. Sie wollen nach Kalifornien gehen. Das ist nämlich der einzige Staat, der sich diese ID-Kontrolle entzogen hat. Aber dann wird Vailys Mutter festgenommen und sie muss mit ihrem Bruder alleine diese krasse Reise bewältigen. Eine heftige Story, sehr emotional und so ein wichtiges Thema. Jetzt kommt wieder so ein wunderschönes Cover und ich bin total, dass das Buch noch nicht bei mir ist, weil da freue ich mich schon sehr drauf. Die Rede ist von Hier ist es immer noch schön von Xixi Tian. Es ist ein Debütroman, in dem es um das Thema Rassismus geht. Hier geht es um zwei Schwestern und deren Familie, die nämlich Opfer eines rassistischen Anschlags werden. Die eine Schwester will nach New York und dort ihr Leben, ihrem Ex ausweichen. Die andere Schwester lebt ganz easy mit einem Ferienjob in der Eisdiele, einem Typen, den sie kennenlernt. Aber all diese Zukunftsperspektiven werden eines Tages getrübt wie ein Schatten, der sich über die ganze Familie legt. Es ist ein unglaublich wichtiges Thema, es ist eine Own-Voice-Geschichte und ich werde, glaube ich, dieses Buch verschlingen und ziemlich viel weinen dabei.
Auch im New Adult Bereich gibt es von Carlson was Neues. Ivy Leagues Where Summer Stays. Und schaut euch mal den Buchschnitt an. Charlie macht ein Praktikum bei einem Klassik-Radiosender und soll dann auf ein Rock-Festival gehen. Das ist so gar nicht ihr Ding. Alles ist laut und sie ist vollkommen... Wow, nicht die Bücher schlagen leer. Und sie ist vollkommen überfordert, bis Charlie dann Levi kennenlernt. Der ist halt ganz anders als sie. So ein bisschen sieht er aus wie ein Bad Boy. Aber der lässt ihr Herz höher schlagen. Nur das ist halt diese eine Sache. Er verhält sich ihr gegenüber auf einmal ganz anders. Das scheint quasi, als wäre er ausgetauscht worden. Die Frage ist, was für ein Geheimnis hat er? Und schaffen es die beiden trotzdem zusammenzukommen. Wenn ihr die Känguru-Chroniken von Marc-Uwe Kling mögt, dann werdet ihr die Känguru-Comics lieben. Du würdest es eh nicht glauben. Das hier ist ein Sammelband mit den Comicstrips von Känguru. Und zwar aus den Jahren 2022 und 2023. Und es sind auch bisher unveröffentlichte Comic-Versionen vom ersten Känguru-Kapitel da drin. Es geht halt wie immer kunterbunt zu beim Känguru, auch wenn das in Schwarz-Weiß ist. Für alle, die es nicht kennen, oh, das ist doch nicht alles in Schwarz-Weiß. Es lohnt sich auf jeden Fall reinzuschauen. Was ist super lustig. Ich liebe das kommunistische Känguru und diese schrägen Ideen, die das Känguru nun mal hat. Ein nächster Comic ist Hades, das Horn des Überflusses. Hades ist ziemlich pisst, weil er wird als einziger nicht zur Götterparty eingeladen. Ja, und dann versucht er mit der Götterziege Amalthea und dem magischen Horn einen Ausweg aus dieser Situation zu finden. Ich finde, das klingt so unfassbar lustig. Ich muss bei Amalthea halt auch immer an Talia denken aus Percy Jackson, weil dann gibt es ja so eine Nebenstory, falls ihr die nicht kennt, großartig. Und hab da auch schon voll meine eigenen krassen Fanfictions zu der Ziege geschrieben. Also nicht zu der Ziege, sondern zu Talia, die die Ziege nochmal trifft. Oh Mann, Lea. Ich bin super gespannt drauf. Da sieht so unfassbar geil gezeichnet aus. Und Hades ist einer meiner Lieblingsbösewichte bei Disney. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, welchen Lieblingsbösewicht ihr bei Disney habt. Und ein letzter Titel heute, Der Zeitraum von Lisa Frühbeiß. Eine alleinerziehende Mutter lebt mit ihren Kids in einem Tiny House. Allein das ist schon Vorlage genug. Sie ist aber auch noch Musikerin und wünscht sich, mal ein bisschen Ruhe zu haben. Dann tut sich eine Parallelwelt auf, ein Zeitraum. Und natürlich ist die Verlockung unfassbar riesig. Aber die Frage ist, welchen Preis muss sie zahlen und lohnt es sich überhaupt? Es fängt alles sehr so trist an und auf einmal wird es richtig bunt, sobald sie in diese Parallelwelt geht. Und ich bin sehr gespannt, wie die aufgebaut ist. Und wie immer könnt ihr jetzt drei Titel bei mir auch noch gewinnen. Das Ganze funktioniert über das Codewort-Prinzip. Ich nenne euch ein Codewort, ihr sagt mir, warum ihr das Buch gewinnen wollt und schreibt das Codewort in die Kommentare. Wie immer gibt es alle Teilnahmebedingungen unten in der Infobox. Mit dem Codewort SCHÖN könnt ihr immer noch schön gewinnen. Mit dem Codewort HARDES springt ihr für HARDES in den Lostopf. Und finally mit dem Codewort SUMMER könnt ihr Where Summer Stays abstauben. Fetten Dank an den Carlson Verlag. Folgt mir gern auf Instagram, da könnt ihr nämlich eure Gewinnchancen erhöhen, wenn ihr im Feedpost zum Carlson Video kommentiert. Da das Gewinnspiel nämlich auch auf Instagram stattfindet. Und ansonsten lasst ein Abo da und wir sehen uns in einem neuen Video. Ciao, Bücherdrachen. Ja, Hades, die Rede von, falls ihr da meinen Lese...